Rettels. Schön, dass wir heute bei Ihnen sein dürfen im schönen Donautal. Heute perfektes Wetter, um auch ein bisschen über das Thema Gardening zu sprechen. Jetzt gerade im Frühjahr sind wir ja jetzt. Die Ausstrahlung wird wahrscheinlich noch ein paar Wochen dauern oder ein paar Tage dauern, aber zumindest passt das Wetter heute zu dem Thema, über das wir sprechen wollen, und zwar die Digitalisierung bei Gardena und bei Husqvarna und vor allem eben auch in ihrer Branche. Auch heute geben wir uns wieder 15 Minuten Zeit, um mit Ihnen darüber zu sprechen. Vielen Dank an der Stelle schon mal für die Gelegenheit, dass wir da sein dürfen. Und ich würde direkt loslegen mit meiner Einstiegsfrage. Und zwar die Digitalisierung in Ihrer Branche nehme ich so ein bisschen wahr und ich glaube auch viele andere. Ich meine, man kennt diese smarten Mähroboter, die autonomen Mähroboter, die in vielen Gärten heutzutage rumfahren. Nehmen Sie das auch so als Synonym für die Digitalisierung bei Ihnen wahr oder was steckt wirklich bei der Digitalisierung bei Ihrem Unternehmen dahinter? Ja, erstmal hallo und danke, dass ich heute auch dabei sein kann. Die Mähroboter sind sicher das, was man als erstes dann verbindet und sagt, was ist im Garten automatisiert, was ist digitalisiert, ist aber auch irgendwo nur die Spitze des Eisberges, weil eigentlich digitalisieren wir schon ziemlich lang, so seit den 80er Jahren, wenn man darüber nachdenkt, wo das mit der Bewässerungssteuerung angefangen haben. Das war natürlich im heutigen Sinne keine smarten Produkte, das war ein Timer, da gab es ein LED-Display, da gab es eine Folientastatur. Aber wenn man sich das mal in die Zeit zurückversetzt, der 80er Jahre, war das eigentlich ein ähnlicher Schritt. Das war der Beginn der Homecomputer. Ja. Auch da haben wir die Digitalisierung schon vorangetrieben. Ja. Okay, und was hat sich seitdem so getan, also von diesen ersten Schritten bis heute? Ja, die grundsätzliche Frage ist ja immer, warum wir das Ganze machen. Ja. Es geht ja nicht darum, dass wir Gartenarbeit abnehmen wollen oder dass wir sagen, wir machen das überflüssig, weil was wir wissen ist, dass die Menschen, die sich mit Gardena-Produkten beschäftigen, die sind leidenschaftliche Gärtner, die wollen im Garten arbeiten, die wollen nicht nur das schöne Ergebnis, sondern die wollen auch den Prozess selber die Hände in der Erde haben, was gestalten, was pflanzen, was ernten etc. Aber es gibt natürlich verschiedene Arbeitstätigkeiten, die sind mühselig, die sind wiederkehrend oder die kann man selber gar nicht so präzise machen. Ja. Das eine ist eben das Rasenmähen. Das muss man halt ja, im Sommer dann 2-3 Mal die Woche machen, meistens in Zeiten, wo man keine Zeit hat und was anderes machen würde oder selber im Urlaub ist. Aber da gehört auch die Bewässerung dazu. Und bei der Bewässerung ist ja das Thema, wir wollen ja die Pflanzen effizient bewässern. Das heißt, ich will der Pflanze das geben, was sie braucht, aber nicht darüber hinaus mehr Wasser einsetzen und sozusagen verschwenden. Und dann geht schon los. Habe ich das richtige Know-how? Weiß ich, wann ich bewässern soll? Wann soll ich nicht bewässern? Wie soll ich bewässern? Tropfbewässerung, zu welchem Zeitpunkt? Wie lange? Und da können digitale Produkte natürlich helfen. Ja, jetzt, wenn wir dran denken, das ist ja irgendwann mal bei Husqvarna oder bei Gardena diese Idee entstanden, dass die ganzen Produkte auch smart zu machen und die Digitalisierung nicht nur als Digitalisierung der Prozesse zu verstehen, sondern eben auch die Digitalisierung von Produkten damit einzubeziehen. Wie kamen Sie damals auf den Gedanken oder wie ist das alles so entsprungen? Na, ich würde natürlich gerne behaupten, dass es da irgendein Mastermind gesagt hat, der eine Strategie ausgegeben hat und dann haben wir das alles gemacht. Ja. Aber so ist natürlich nicht gewesen, sondern es ist eines zum anderen gekommen. Okay. Also einen Strang der Entwicklung habe ich gerade eben erzählt, so Mitte der 80er Jahre, wie kann ich Bewässerung automatisieren, wie kann ich die steuern? Ja. So, das war diese eine Geschichte. Wenn ich mal auf die Husqvarna-Seite gucke, war das eigentlich eine Erfindung, die da stand. Das war nämlich der autonome Mähroboter. Der ist 95 schon auf den Markt gekommen. Okay. Schon ziemlich lang. Ne? Ja. Ich glaube, populär und so in der allgemeinen Wahrnehmung haben wir es vielleicht in den letzten 5, 8, 10 Jahren sowas. Ja. Aber wie gesagt, 95 kam schon der erste. Und da stand auch tatsächlich dahinter, wie kann ich mit Technologie ein Problem lösen, was automatisieren. Und da hat natürlich keiner dran geglaubt damals. Aber man hat als Firma gesagt, wir glauben an die Idee und wir wollen sie in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess immer weiterentwickeln. Auch wenn wir am Anfang wussten, da machen wir kein Geld mit, da können wir nichts mitverdienen. Mhm. Und wenn man die Absatzkurve sich anguckt, dann wächst die irgendwann exponentiell. Irgendwann ist dieser Knoten geplatzt. Und das wäre schon fast so ein bisschen, was ich mitgeben wollen würde, zu sagen, manche Ideen sind gut, sie brauchen aber Zeit zum Reifen. Und zwar zum einen, die Technologie muss funktionieren. Sie ist nicht immer schon da, sondern sie muss einfach mal frühes adaptieren, ausprobieren, anpassen und dann mitentwickeln mit dem technischen Fortschritt. Mhm. Das andere ist auch die Akzeptanz beim Kunden. Da war viel Skepsis bei Mähroboter. Braucht man nicht, kann ich schneller selber und so weiter. Das können Sie sich vorstellen, lange Liste. Aber an so ein Konzept zu glauben und dann Überzeugungsarbeit zu leisten, da darf man die Geduld nicht verlieren. Ah, da muss man dranbleiben und irgendwann kommt der Payoff. Oder im Sinne eines Experiments, auch das macht man hier ganz, ganz viele, kann auch mal reinkommen und sagen, nee, die Idee taugt nicht.
Sie ist nicht massenkompatibel, sie lässt sie niemanden von begeistern. Man muss die Idee auch wieder verwerfen. Ja. Das heißt, nicht jede Idee, die man hat, ob sie jetzt digital ist oder nicht, muss ein Erfolg sein. Okay, das heißt, sowas gab es in Ihrer Historie jetzt schon auch, dass Sie gesagt haben, okay, nicht alles, was wir hatten, ist jetzt wirklich zum Erfolg geworden, sondern auch viele Ideen, gerade in dem Bereich, waren vielleicht wirklich zu früh dran. Die hat man dann vielleicht auch zu früh wieder verworfen oder hätte man in der Schublade liegen lassen und dann 10 Jahre später nochmal drauf schauen sollen. Also zwei Beispiele raus. Das eine ist, das will ich nur kurz erläutern, wir haben mal einen Rasenmäher auf den Markt gebracht, der hat ein Lenkrad gehabt, statt ja. bei einem Holmen. Der war super wendig, konnte man jede Ecke rein. Das Konzept ist vom Verbraucher nicht akzeptiert worden, obwohl das Produkt gut war. Es hat wunderbar funktioniert. Die, die einen haben, sind hochzufrieden damit. Ja, aber am Ende des Tages, die Marktakzeptanz war nicht da. Kommt das Konzept irgendwann wieder? Ja, vielleicht. Aber noch viel besseres Beispiel ist Akkutechnik. Akkutechnik hat natürlich viele Vorteile. Ich habe diese kabellose Freiheit, gerade beim Hecke schneiden ja, oder auch beim Rasenmäher. Ne, Kabel durchgesäbelt, ja, ärgerlich ja, und gefährlich auch. Aber mit dem Akku kann ich da anders arbeiten. Aber jetzt wissen wir auch alle, dass die Akkutechnik der 90er Jahre nicht die Akkutechnik von heute ist. Ja. Alle diese Dinge wie Akku ist zu schnell leer, Memory-Effekt etc. pp. Gab es alles. Aber das Konzept war gut. Die Technik war noch nicht so weit, wie sie heute ist. Mit Lithium-Ionen ja. und was in der Zukunft noch kommen mag. Und auch da immer mitlaufen lassen, immer dem Konzept eine Idee gehen, mit dem technologischen Fortschritt parallel weiter wachsen. Und dann sind irgendwann auch diese Kinderkrankheiten dann raus. Ja. Das heißt, schauen Sie sich eigentlich so gut wie jede aufkommende neue Technologie mal an und entscheiden, ist die überhaupt relevant für uns und wie können wir die für uns einsetzen und wie muss man sich das vorstellen? Weil es kommt ja in den letzten Jahren gefühlt jedes Jahr irgendwie ein neues Hype-Thema raus. Manche gibt es ja bis heute noch nicht so viele wirkliche Anwendungsfälle in der ganzen Industrie. Oder wie muss man sich das bei Ihnen vorstellen? Also alle ist ein großes Wort, deswegen wäre ich da auch sehr vorsichtig ja. mit, aber viele mit Sicherheit. Wir haben einen Bereich Vorentwicklung, die tatsächlich einfach auch die Augen und Ohren offen halten, sei es bei Prozessen, bei Materialien, was es alles gibt. Auch da fallen mir ein paar Beispiele ein, ja. Auch sehr eindrückliches. Mir hat ein Kollege mal was gebracht, bringt mir so eine Kugel, so eine Gummikugel. Ja. Dann sagt er, lass die mal fallen und ich nehme die, lass die fallen und hat jetzt erwartet, die springt wieder hoch. Ja. Und ich weiß ja und bleibt sie auf dem Tisch liegen. Er sagt, dieses Material absorbiert Kräfte. Ja. Und wo haben wir es reingebaut? In den Spaten. Ja, so dass wenn ich mit dem Spaten mich auf den Stein stoße, wirken die Kräfte ja auf den Handgelenken. Ja. Das ist nicht gesund, das will ich vermeiden. Also kam dieses Element dann in diesen Spatenstiel rein. Ja. Und das war ein typisches Beispiel, wo erst das Material da war und das Material seine Anwendung gefunden hat. Oftmals ist es andersrum. Ich habe eine Anwendung, sage, wie kann ich das realisieren? Ja. Auch da ein Beispiel, unsere Ecoline ist aus recycelten Kunststoffen. Das ist Post-Consumer-Material, also aus dem gelben Sack, alte Joghurtbecher, wenn ich es mal ganz simpel sagen will. Und wir wissen, was wir wollen. Wir wollen 100% Recycling-Material. Müssen mal feststellen, naja, wir machen aber eben nicht neue Joghurtbecher oder Müllsäcke, sondern wir machen Produkte, die sollen mit der gleichen Funktionalität im Außenbereich mindestens 25 Jahre gut funktionieren. Wir haben sehr, sehr hohe Anforderungen an das Material. Und dann stellen wir fest, das, was der Markt anbietet an Recycling-Kunststoffen, kann das alles noch nicht. Also suche ich mir Materialspezialisten, mit denen wir in endlosen Versuchsreihen immer wieder das Material optimieren, bis wir dahin kommen, wo wir wollen. Okay. Also das ist dann mehr so dieser forschende Ansatz, wo man sagt, ich habe ein Ziel, das Ziel ist definiert und ich muss doch mit Expertenwissen dahin kommen. Ja. Ja? Okay. Und das funktioniert dann irgendwann auch. Und das ist dann auch so ein, sagst, ja, jetzt sind wir da. Weil bei dem Produkt war uns nämlich ganz klar, wenn wir da Abstriche machen in der Funktionalität oder auch in der Langlebigkeit, zum einen macht es keinen Sinn, ich kann ja nicht ein Produkt machen, ist zwar Recycling, hält aber nur ein Jahr, das macht keinen Sinn. Und der Konsument sagt ja auch, ja, ich bin doch jetzt nicht blöd, ich kaufe doch nicht ein schlechteres Produkt für mein gutes Gewissen. Ich will das gute Gewissen, ich will was für die Umwelt tun, aber meine Ansprüche, die reduziere ich ja nicht. Ja. Die Aufgabe liegt bei uns, ja. das in Einklang zu bringen. Und die Aufgabe haben wir uns gestellt. Also, um auf die Eingangsfrage zurückzukommen, manchmal ist es ein zündender Gedanke. Ja. Manchmal ist es ein Material, das seine Anwendung einfach sucht. Und manchmal ist es dieses Thema, ich habe ein Ziel, ich habe eine Aufgabenstellung und ich muss eine Lösung finden. Ja. Okay. Also das heißt, man sieht da eigentlich das Thema Innovation. Es gibt nicht diesen einen Innovationsprozess, wo man sagt,
der geht immer so und dann habe ich diese Idee und auch das durchschlagende Produkt, sondern er ist sehr vielfältig und kann in verschiedenen Richtungen beginnen. Absolut. Ich meine, wir sagen ja auch mal so, die R&D-Abteilung ist für Innovation und Entwicklung zuständig. Das ist richtig, aber es ist auch nur zum Teil richtig. Ja. Weil genauso wie das Qualitätsmanagement nicht für die Qualität zuständig ist, sondern das sind wir auch alle. Das heißt, Innovationen können aus allen Winkeln und Ecken des Unternehmens kommen. Aus der Anwendung, aus einer zündenden Idee, aus einem, ich habe da was anderes gesehen, wäre das nicht was für? Ja. Deswegen haben wir auch ein Ideenmanagement bei uns im Haus, das auch prämiert wird. Ja, okay. Wenn wir jetzt mal ein bisschen gerade den Markt betrachten, generell heißt ja oder ist in vielen Branchen so, dass der stationäre Einzelhandel unter dem Einzug des Onlinehandels leidet und einfach Probleme bekommen hat. Würden Sie das gerade in Ihrem Bereich auch so sagen, dass es da einen Umschwung gab? Oder wie würden Sie die Entwicklung beschreiben? Ich glaube, wir bewegen uns schon dahin, dass man sagen, diese All-Channel-Strategie und dass wir auch vielfältigere Verkaufskanäle haben. Mhm. Traditionell, klar, wir sind groß geworden Ende der 60er, Anfang der 70er mit dem Aufkommen der Baumärkte. Ja. Die wiederum haben ja die Fachhandelsbetriebe weitgehend verdrängt. Wo gibt es heute noch einen Eisenbahnhandel, einen klassischen? Aber die haben ja früher auch den Gartenbedarf gehabt, ja. Und ich glaube, genauso wie das Fernsehen nicht das Radio abgeschafft hat und auch das Internet nicht das Fernsehen abgeschafft ist, wir kriegen eine Vielfalt an Kanälen. Mhm. Und diese Vielfalt an Kanälen bedienen wir. Und letztlich ist es ja der Verbraucher, der sich entscheidet, was er kauft und wo er kauft. Und da ist er auch nicht sehr einheitlich. Und da müssen wir ja nur unser eigenes Verhalten beim Einkaufen ja auch betrachten. Es gibt Dinge, wo ich sage, wenn ich ein bestimmtes Fachbuch will, brauche ich nicht in eine Buchhandlung vor Ort gehen, weil ich weiß, die haben es nicht. Kann ich bestellen lassen, kann ich mir auch direkt online bestellen. Aber manchmal will ich auch das Shopping-Erlebnis haben. Ja. Dann gehe ich irgendwo hin, will mich inspirieren lassen, will mir was anschauen. Und ja, es gibt Leute, die haben ein Shopping-Erlebnis im Baumarkt. Auch das gibt es. Kenne ich mehrere davon. Ja. Und sagen, ich will einfach mal gucken, was es gibt. Ich lasse mich inspirieren. Und dann ist ja auch unsere Aufgabe als Hersteller, ein innovatives Produkt mit einer neuen Funktion, einer neuen Möglichkeit zu haben. Und dann der Verbraucher sagt, sowas habe ich noch nicht gesehen. Das nehme ich jetzt mal mit. Mhm. Also auch da gibt es gibt den geplanten Kauf, den spontanen Kauf und dann eben auch diese Channel-Präferenzen. Ja. Hat sich was an den Anforderungen an die Produkte verändert durch diesen, ich sag mal, durch den Online-Handel, durch den Einzug von denen? Gibt es da auch Veränderungen? Ja, in der Tat. Ich meine, wenn wir uns einen klassischen Handel vorstellen, dann gehe ich ja dahin, gehe ins Regal. Manchmal habe ich Beratung, manchmal auch nicht. Das heißt, ich bin ja alleine mit dem Produkt und habe im Grunde nur als Verkaufshilfe, Beratungshilfe die Verpackung. Ja. Also hat die Verpackung ist ja nicht nur ein reiner Schutz, sondern die verkauft ja auch. Also muss die Verpackung ansprechend sein, informativ sein. Sie muss einen Diebstahlschutz noch haben, ist nicht unwichtig. Ja? Dazu noch logistische Anforderungen. Also es gibt viele Anforderungen an eine Verpackung. Wenn ich jetzt aber an E-Commerce denke, fallen ja ein paar Funktionen einfach weg. Ich habe mich, in dem Moment, wo ich mich physisch mit dem Produkt, wo ich es empfange, habe ich mich für das Produkt ja schon entschieden. Da muss die Verpackung mich nicht mehr informieren. Also kann ich, da geht es dann eher darum, kann ich sie leicht recyceln, kann ich sie platzsparend wieder auseinanderfalten, kann ich sie wegschmeißen. Andere Herausforderung, die wir haben, ist, ein E-Commerce-Produkt wird versandt. Ja. Klassiker ist das Thema Stiele. Wir haben ja viele Produkte, die an einen Stiel befestigt werden, um dann zu hacken, zu jäten und so weiter und so fort. Ein Stiel ist nur relativ lang. Ja. Und Stiel per Post zu verschicken, ist auch relativ kompliziert. Und üblicherweise nehmen die Kurierdienste nur maximal Palettenlängen mit. Mhm. Das sind 1,20 Meter, das reicht uns nicht. Ja. Unser kurzer Stiel hat 1,30 Meter, der lange 1,50 Meter. Ja, das heißt, wir mussten auch für diesen Kanal uns überlegen, was machen wir. Es gibt einen teleskopierbaren Stiel. Okay. Zum Ausziehen dann. Kurzes Packmaß, aber kann verlängert werden. Okay, sehr gut. Sehen Sie gerade, oder ich merke es selber, dass viele Marken anfangen, so ein bisschen in den Direct-to-Consumer-Vertrieb zu gehen. Sehen Sie auch sowas bei sich relevant oder sind Sie da schon unterwegs oder setzen Sie noch voll auf den Handel? Also wir machen das schon eine ganze Weile und zwar im Ersatzteilbereich. Okay. Und zwar hat das ganz guten Grund, weil Ersatzteile sind vielfältig und sind für den Handel auch sehr schwer vorrätig zu halten, weil einfach viel Platz im Verkaufsraum aufnehmen würde. Und deswegen verkaufen wir schon seit vielen Jahren Ersatzteile direkt. Direkt, okay. Hat wieder so zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen, wir können die alle vorrätig halten. Es gibt für den Verbraucher einen einfachen Weg, diese zu beziehen. Und die Produkte, das sind ja auch ganz wichtig, sind reparaturfähig. Ja, ja. Okay. Wie ist bei Ihnen so das Verhältnis generell von Smart Products zu normalen Products am Umsatz gesehen? Können Sie uns da einen kurzen Einblick geben? Da würde ich Sie nach der Definition von einem smarten Produkt fragen. Also ist ein Rollsammler, mit dem ich ohne zu bücken Äpfel aufklauben kann, smart oder nicht? Ein digitales Produkt,
zieht das noch ein bisschen mehr, aber im Endeffekt, das ist die gleiche Definition wie Smart Product. Also ist bei Ihnen die Trennung gar nicht so stark vorhanden? Nein, wir trennen es nicht wirklich. Klar, wir haben unser Gardena Smart System, das sind alle die Produkte, die im Sinne dieser IoT-Lösung miteinander vernetzt werden können. Aber ich glaube, wir haben auch viele Produkte, auf die eine weitere Definition von Smart durchaus zutreffen würde. Okay. Wir differenzieren es da in dem Sinne nicht so. Okay. Gibt es was, was Sie neben den Produkten auch noch digitalisieren? Also gerade Thema Beratung, digitaler Kundenservice und so weiter. Hat sich da was bei Ihnen in den letzten Jahren getan? Ja, durch die Bank weg. Mhm. Also ich glaube, Digitalisierung ist nichts, was die Digitalabteilung macht, sondern Digitalisierung ist tatsächlich was, wo es jeder in seinem Aufgaben- und Zuständigkeitsbereich, egal ob ich jetzt den Handelskundenkontakt habe, den Endkundenkontakt habe, ob ich Marketing betreibe, es digitalisiert sich natürlich alles. Also muss ich mir natürlich überlegen, was habe ich für Prozesse, wie bilde ich die Prozesse ab und gibt es da die Chance, durch Digitalisierung zu verbessern oder zu rationalisieren? Und das zieht sich durch die Bank weg. Kundenservice zum Beispiel, viele, viele Jahre über war das klassische Dialogmedium war das Telefon. Mhm. Und Telefon hat natürlich immer ein Riesenproblem. Telefon ist ein synchrones Medium. Das heißt, wenn der eine anruft, muss der andere rangehen und beantworten. Jetzt haben sie ein starkes saisonales Geschäft. Das heißt, es haben alle zur gleichen Zeit das gleiche Problem. Ja. Klassiker, erstes schönes Wochenende. Mein Bewässerungscomputer, die Programmierung ist vom letzten Jahr verstellt. Ich weiß nicht mehr, wie das einstellt. Ich rufe da an. So, wenn das natürlich jetzt ganz, ganz viele machen zur gleichen Zeit, haben sie natürlich irgendwo den Flaschenhals. Ja. Da geht schon los, E-Mail, also auch so trivial, wie das klingt, E-Mail war schon der erste Schritt, wo ich sage, ich komme aus dieser Synchronität heraus und kann halt E-Mails im Zweifelsfall im Schichtbetrieb abarbeiten und der Kunde kriegt zeitnah seine Antworten. So, und das kann man jetzt natürlich beliebig weitertreiben. Self-Service, Assistenzsysteme, wo ich mir die Frage selber beantworten kann und gar nicht überhaupt erstmal jemand fragen muss, wo ich Dokumentationen verfügbar mache, etc. pp. Okay. Mhm. Sehr gut, sehr spannend. Ich sehe, die Sanduhr ist schon wieder abgelaufen. Das ging schnell. Hören wir jedes Mal, aber ja, die 15 Minuten vergehen häufig schneller, als man denkt. Deshalb an der Stelle schon mal vielen Dank. Wir haben trotzdem noch eine Frage, die unseren Podcast-Gästen allen gestellt wird und unsere Podcast-Hörer auch schon kennen und hoffentlich auch interessant finden. Und zwar was auch ein bisschen was von Ihnen verraten soll. Und zwar die Frage lautet: Gibt es etwas, das Sie analog noch nutzen, obwohl es digital schon verfügbar wäre? Mein klassisches Beispiel ist die Armbanduhr, wo ich noch eine analoge Uhr habe und noch keine Smartwatch besitze. Wie sieht es da bei Ihnen aus? Gibt es da was, wo Sie sagen, das steht irgendwie auch für Sie? Ja, definitiv. Also ich habe meine berufliche Laufbahn begonnen als Verlagskaufmann in einem Buchverlag und damit Bücher, das gehört bei mir einfach dazu. Ich habe auch noch ein Bücherregal und ich lese auch noch Bücher in Papier. Okay. Ich gestehe auch mittlerweile nicht mehr ausschließlich, aber für mich hat ein Buch ein haptisches Erlebnis noch, das ich nicht missen möchte. Alles klar. Top, dann nochmals vielen Dank, dass wir hier sein durften. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Auch an unsere Zuhörer und Zuschauer, vielen Dank, dass Sie wieder eingeschaltet haben und bis zur nächsten Folge.